Nee, Quatsch, so. Halt so auch nicht. Hier ein Stück gerade und dann... Achterbahn im Weg. Die andere Strecke geht dann... Na, es wird wahrscheinlich auch nicht so funktionieren. Die andere Strecke sollte dann hier hoch, hier runter und dann... Warte mal, machen wir das einfach... Schade, dass die Bahn kein Helix abwärts kann. Ne? Traktion ist verfügbar. Enterprise. Komme ich hier runter? Nee. Aber die Bahn ist dann nicht gleichmäßig, weil... wenn man die hier außen... Wenn man die... Nein, dann hat die ja die längere Strecke. Ich hätte jetzt gedacht, dass man die innere... Oder wir bauen wieder so einen klassischen... Quatsch. Die klassische 8. Actionfoto und dann hier rum. Jetzt die Bahn in. Halt. Warte mal, sind das hier die weiten Kurven? Ja, das hat mich gerade irritiert. So, das Actionfoto. Cox wartet auf Labyrinth. Ja, eine gute Wahl. So, das ist jetzt mal so ein Bremshügel. Das Wasserbecken zum Abbremsen. Na gut, so richtig. Na gut, ist wieder bloß eine kurze Achterbahn. Na, eigentlich müssten solche Achterbahnen elendig lang sein, aber na gut, wir sind. Das ist eine Sache, die man auch erstmal ausprobieren muss. Wie funktioniert das? Wie kann man das besser machen? So, jetzt kommt hier außen. Zweite Holzachterbahn rein. Der Park erhält ihren Preis, weil das der erste Park im Land ist. Sehr schön. So lobe ich mir das. Stunde schon wieder vorbei, jetzt haben wir Zeit für Speichern. Stellen wir mal gespeichert. Wie gesagt, ich versuche immer alle Viertelstunde zu speichern. Nachdem ich ja schon so hier mal den einen oder anderen Absturz hatte des Spieles. Und das ist immer schade, wenn man
anfangen muss. So, Actionfoto. Oh, da passt's nicht. Da muss das Land erst erhöht werden. Ach nee, halt, weil es hier direkt hochgeht. Deshalb. Wasserbecken zum Abbremsen, damit das Ding auch sicher ist. So, und jetzt? Müssten die Strecken eigentlich beide gleich lang sein? Die haben beide die Kurven vom gleichen Typ. Und theoretisch heißt das, dass die, wie gesagt, eigentlich jetzt gleichzeitig... ...fahren sollten. So, machen wir erstmal eine Testfahrt. Gibt es eigentlich auch asiatische Musik? Na gut, orientalisch passt jetzt nicht wirklich. Machen wir halt einen wilden Westen. Aber egal. Stellen erstmal zur Standardeinstellung. Fahrpreis. Hier fehlt irgendwie so ein Abschnitt, wo die unterirdisch fahren. Na gut, dann gibt es den hier halt nicht, aber 7 Mark Eintritt können sie trotzdem bezahlen, in meinen Augen. Beziehungsweise 6 Mark, falls ich eben 7 gesagt habe. So, mit Nachbarstation synchronisieren. Nachbarstation synchronisieren. Und wenn ich jetzt, glaube ich, erstmal den Weg bauen, würde ich sagen. Oh. Shuttle Loop ist defekt. Wir bauen hier mal einen Tunnel. Ach, ich sehe gerade, die haben hier diese Brücken genommen. Diesen gelben Pfosten haben wir irgendwo die anderen, die alten hier. Die hätte ich gerne richtig. Das Tolle ist dann auch, dass er immer wieder diese blöden Bänke, die wir da drauf gebaut haben, abreißt. Dieser Bug ist so richtig nervig, wenn ich das mal so sagen darf. Sonst noch irgendwo so eine Stelle. Hier unten. Das Jetski kommt gut an, so wie ich das dort sehe. Bei den Achterbahnen, wo die Preise erhöht haben, stehen sie auch noch an. Jetzt ist unsere Werbekampagne beendet. So, jetzt machen wir hier den... ...den Weg. Der ist gleich so, dass die direkt wieder in die... ...Station gehen können.
So, und dann, müssen wir jetzt nur noch den Weg hier rüber bauen. Genau. Hier kommt ein Tunnel hin, der die Bahn an die Strecke anbindet. Und dann unterirdisch anbindet. Also verfügbar Schiffsschaukel. So, ich habe halt einen Moment. Welche Tasten waren das hier? Nee, die nicht. Na genau, 1, 2, 3, 4. Höhe 10, das ist eine, nee, das ist eine 8 dort. So wie ich das sehe. Und da ist ein Weg, der ja gar nicht hingehört, okay. Dann wird das ja auch bloß eine 8. Und kettelt dort an, so. Underground Access ist das. So, jetzt können wir das Ding aufmachen, da bin ich mal gespannt. Oh, zwei. Wie viele Züge sind das? Zwei Züge mit 7 Wagen, okay. Carla Cox hat asiatische Elefantenshow verlassen. Carla, wie hat's dir gefallen? Kannst du mal eine Bewertung abgeben? Wie die Show war, ob die spektakulär war oder ob die langweilig war. Mülleimer, Mülleimer, Toiletten. Bauen wir da noch hin, falls die Leute reiern müssen. Da kümmert sich auch eine Hilfskraft hier um die Ecke, wie gesagt, falls die Leute sich übergeben, dann wird hier sauber gemacht. Hat gerade jemand die Toilette benutzt und hat es vielleicht gehört. So, jetzt können die ersten Leute kommen. Ich kann mir Achterbahn 1 nicht leisten. Okay. Ich kann mir Achterbahn 2 nicht leisten. Vielleicht erstmal eine Testfahrt machen, dass die Leute ankommen.